zu verbinden, der sich mit Ihrer Frage auskennt, werde ich Ihnen einige Fragen stellen. Erstens, rufen Sie wegen eines Falls an, den Sie uns bereits gemeldet haben? Nein. Neuer Fall. Entschuldigung, sagen Sie den Namen des Apple-Produktes, wegen dem Sie anrufen, zum Beispiel iPhone 5 oder MacBook Pro. Ja, iPhone 5. Lassen Sie uns etwas anderes versuchen. Wenn Sie wegen eines iPhone anrufen, drücken Sie die 1. Für ein iPad drücken Sie die 2. Für einen iPod drücken Sie... Ich verbinde Sie mit jemandem, der Ihnen helfen kann. Die eingeschränkte Apple-Herstellergarantie wird zusätzlich zu Ihren bestehenden Verbraucherschutzrechten gewährt. Jetzt Verbraucherschutzgesetze sehen vor, dass der Verkäufer dem Kunden für die Dauer von 2 Jahren kostenlos Verbesserung, Austausch, Preisminderung oder Wandlung gewährt, falls das Produkt bei Lieferung mangelhaft ist. Weitere Informationen können Sie auf der Website www.apple.com/legal nachlesen. Mehr Informationen über Consumer Law Rights finden Sie unter Hardware Warranties. Dieser Anruf könnte möglicherweise aufgezeichnet werden. Was? Hier wird nichts aufgezeichnet. Danke für Ihren Anruf. Wir beantworten alle Anrufe in der Reihenfolge, in der Sie eingegangen sind. Die voraussichtliche Wartezeit auf einen freien Apple Advisor beträgt aktuell bis zu 2 Minuten. Boah, das ist scheiße, wenn es aufgezeichnet wird. Willkommen bei Apple Care Penelope, mein Name ist Ihr Name, ja? Ja, guten Abend, Manfred, mein Name. Hallo? Hallo, ja, Manfred, mein Name, hallo. Tut mir wirklich leid, aber ich höre Sie ganz abgehakt. Haben ja. Sie vielleicht eine Rückrufnummer, damit ich Sie zurückrufen kann? Hören Sie mich nicht? Also hören Sie mich jetzt? Eine Festnummer. Hören schlecht, Sie mich denn nicht? Ganz schlecht. Ganz ich, schlecht. Das iPhone. Hallo? Ja. Hören Sie mich jetzt? Ganz abgehakt, tut mir wirklich leid. Hörst du mich jetzt? Haben Sie... Hallo? Ja, hallo. Hallo? Hörst du mich? Ja, hallo, hörst du mich jetzt? Hey, hörst du mich? Hallo? Tut mir wirklich leid, die Verbindung ist ganz schlecht und ich höre Sie ganz abgehakt. Können Sie bitte versuchen, nochmal anzurufen oder falls ich eine feste... Ich habe eine Frage wegen dem iPhone. Ja, aber ich kann ich Sie unter dieser Nummer, die Sie mich gerade angerufen haben, zurückrufen? Warten Sie, da frage ich meine Frau mal nach. Sabine, geht das? Hallo? Ja, ich frage nach. Moment. Ich kann nicht so schnell, ich bin alt. Florian, geht das? Nee, das geht leider nicht. Nein, Sie können mich nicht mehr erreichen. Ich kann ihn nicht erreichen, ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Ja, das war richtig. Sie können mich nicht erreichen, wegen dem iPhone. Ich wollte fragen, ob die Tastatur noch nachgeliefert wird. Ja, ich würde Sie gerne helfen, aber das Problem ist, die Verbindung ist ganz schlecht und ich kann Sie überhaupt nicht richtig hören, damit ich Ihnen weiterhelfen kann. Ja, das ist jetzt blöd, weil ich bin gerade auf der Autobahn und ich habe kein Geld auf dem Handy. Und der Empfang ist schlecht hier. Auf der Autobahn. Ja, deswegen der Empfang. Sie sind in der Autobahn, habe ich das richtig verstanden? Ja, das stimmt, richtig. Ja, also ich höre Sie ganz abgehakt. Soll ich Ihnen vielleicht auf eine andere Nummer nicht rufen? Oder Sie können es wieder zurückrufen, wenn Sie einen besseren Empfang haben? Ja, ich habe ja nur eine Frage. Sie verstehen mich ja wegen dem iPhone. Mein Sohn, understand, mein Sohn. Hat iPhone geschenkt mir, aber ich habe keine Tastatur.
Also, iPhone, keine Tastatur. iPhone, keine Tastatur dabei. Jetzt wollte ich fragen, wird die noch nachgeliefert? Sie haben Probleme mit der Tastatur, meinen Sie? Ja, mit der Tastatur. Da ist ja gar keine Tastatur. Ich wollte fragen, ob die noch nachgeliefert wird. Ja, wir können eine Reparatur aufsetzen, wenn Sie möchten, ja? Aber wie ich Ihnen schon sagte, Sie müssen erstmal uns anrufen, wenn die Verbindung gut ist, weil ich kann jetzt nicht richtig hören. Ja, Sie sind sehr sympathisch. Also Sie Sie sind bitte? nett. Sie haben eine nette Stimme. Lieb, nett. Ich danke Ihnen, das ist sehr nett, aber ich kann Sie nicht richtig hören und Aber ich das kann hören Ihnen Sie nicht ja. Sie haben das jetzt verstanden. sehr abgehakt höre ich Sie und das dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, wenn ich Sie nicht richtig hören kann. Ja. Versuche es nochmal anzurufen und dann, wir werden sofort für Sie eine Reparatur aufsetzen, ja? Ja, werde ich Sie denn dann wieder ans Telefon bekommen? Ich weiß es nicht, ich kann Ihnen nichts versprechen. Ja, weil Sie sind sehr Okay? nett. Ja. Ich danke Ihnen. Ich Ja. danke Ihnen. Also versuchen Sie es nochmal uns anzurufen. Oder falls Sie immer noch Probleme haben sollten, finden Sie eine, rufen Sie uns von einem Festnetz, damit Sie Ihnen richtig hören können, damit wir Ja, Ihnen weiterhelfen können. Entschuldigung, Ja? ein Ja? Bettnetz? Festnetz. Bettnetz. Festnetz. Ach so, Ja, Bettnetz, ja. Festnetznummer. Von einer Bettnetz. Festnetznummer rufen Sie uns an, bitte. Genau, Ja? ja, ich rufe vom Bettnetz an. Okay, ich danke Ihnen. Bis gleich, Schnittchen Bis Bettnetz. gleich. Tschüss. Tschüss. Dabei ist die Idee nicht.